In diesem Video. Aber egal, bedrohlich oder nicht, ich werde eh nicht verlieren. Es wird Zeit, dass du die weniger niedliche Seite des Feentypens kennenlernst. Sei dir mal nicht so siegessicher, mein Freund. Moin Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Pokémon Purpur mit der Rubin. Wir sind gerade in einem Kampf reingestürmt und haben einen Olangar vor uns, den wir richtig auseinanderknutschen werden. Auch wenn er natürlich wieder überlebt. Ist klar, an der Stelle F. Aber wir hatten halt keinen Knuddler mehr. Aber ich glaube, er kann uns nicht viel machen. Und dann haben wir den Kampf gewonnen. Und ich glaube, dem sollte ich langsam wieder mal heilen. Ach. Wer braucht schon EP oder AP? Ja, genau. AP sind was für Loser. Man macht's mit bloßen Händen. Auch wenn das Pokémon irgendwann verzweifelt. Er hat einen Hammer in der Hand. Also er wird immer mit einem Hammer zuschlagen. Reicht ja, doch. Und dann verzweifelt er sich so sehr, dass er mit einem Hammer sich selbst treffen kann, weil er nicht mehr weiß, wie ein Hammer funktioniert. Das ist lächerlich. Oh, natürlich zählt es. Ich stehe einen Meter weg von dem. Brudi, du gehst ihn auf den Sack, du Vogel. Also Vögel müssen immer Vögel, ne? Ich hasse sowas. So, ich will entspannt erkunden und nicht entspannt von einem Vogel ervogelt werden. Hä? Alter, wie klein möchte Game Freak noch die Pokémon machen? Game Freak, ja. Es ist schon mini Pokémon. Was ich noch schlimmer finde, ist diese kleine Honigbiene. Von Alola. Rommel hieß das Vieh, glaube ich. Oh, das sehe ich ja auch nicht, wenn das hier wäre, ey. Ich sehe jetzt schon die Hälfte der Pokémon nicht. So, jetzt habe ich auch einen Knacki-Racki. Was, Leute, was ist das denn? Das ist Terrareut-Staub. Oh, lol. Ich dachte jetzt so, kommt jetzt der Weihnachtsmann? Ja, auf so einer wunderbaren Ecke. Da musst du das dem Lieferanten oben sagen, dass du den Weihnachtsmann gefunden hast. Der wird mir das auch definitiv glauben, Junge. Der zeigt mir einen Vogel, der mag mich jetzt schon nicht mehr, weil ich ihn besiegt habe. Ja, Rubin, wie du sagtest, ne, heilen und so. Ja, auf jeden Fall wichtig. Und hier... Und dir die Belohnung abholen. Blättersturm! Ja, gut, du hast ein Pflanz-Pokémon, aber Blättersturm ist... Nicht so prickelnd, ja, ich weiß. So, jetzt müssen wir aber erstmal auskurieren und gucken, was wir benutzen. Ich würde tatsächlich bei meinem Pokémon bleiben, bei Melly. Ja, ich würde eigentlich bei Melly bleiben. Bin ich ehrlich. Weil, wenn der auch das Giftvieh hat, das sehr schnell ist, Giftattacken machen mir ja gar nichts bei mir. Aber bei mir wird's lustig. Oh, ich ist ja noch ein Trainer. Lol. Ich hab kein einziges. Du hast kein einziges Watt. Doch, Stahl, ich hab Rambord. Ich muss gerade überlegen, was ich hier rein. Ja, ich würde auf jeden Fall Stahl nehmen, weil Stahl, wie gesagt, Gift kann gar nichts dagegen machen. Welches Level ist denn der eigentlich? Oh, Mose, ey. 51. 51. Ja, okay, das geht. Ich bin 58. Ja, ich gehe jetzt einfach da rein und probier mal. Ich muss ja mal ein blödes Pokémon besiegen, was Hypnose kann. Unnötig, AF. Ey, wie werde ich das nicht? Ich hasse Pokémon mit Paralyse, Schlaf und sonstigen Drecksattacken. Die einfach nur die Kämpfe hinauszögern wollen. Vor allem, wenn es ruckelt. Kann man das nicht irgendwie verbessern? Ja, jetzt! Einfach ranzoomen im Spiel.
machen wir uns über den Team rein. Und auf Glück hoffen. Fühl ich. Wie gesagt, ich muss auch hoffen, dass das gut funktioniert, was ich hier jetzt vorhab. Bei mir können ja zum Glück die Pokémon sterben. Ich habe Vitalkraut. Ja, bei mir wäre es schwieriger, dann wäre ich schon sauer. Ich wäre glücklich. Ja, du bist ja auch immer glücklich, wenn irgendwas stirbt. Ja. Ich werde rechtzeitig zum Klavierunterricht des jungen Herrn zurück sein. Richte bis dahin bitte meine Grüße an ihn aus. Alles klar, Senior Herrington. Hä? Bist du ein Freund des jungen Herrn? Welchen jungen Herrn? Ah, schau an. Du scheinst ja gar nicht zu wissen, dass dies das Versteck der Ruckbad-Banne ist. Hierbei handelt es sich um die vom jungen Herrn Ottes ausgeführten Feenmitglieder von Team Star. Ich glaube nicht, dass wir diese Informationen einfach so preisgeben sollten. Natürlich, ich bitte um Verzeihung. Weißt du vielleicht, wer unser Gast hier ist? Vermutlich ein Feind von uns. Verstehe, du bist dem jungen Herrn also feindlich gesinnt. Ja, so ist es. Verstehe, wenn es so ist. Hä? Würdest du mir die Ehre eines kurzen Kampfes erweisen? Easy. Wundervoll, dann lass uns beginnen. Pokémon-Trainer Harrington fordert dich heraus mit seinem uralten Pelzbub. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was ist dein Ernst? Pelzbub wird mit einem Knuddler vernichtet. So wie es. Keine Schnitte, mein Freund. Aber was kann Harrington noch einsetzen? Was wird er uns zeigen? Er will ein Primano uns geben. Warum die Vorentwicklung von dem, was eigentlich besser ist? Primano, einfach Knuddler und weg damit. Oh, natürlich überlegt. Natürlich boosten. Wir kennen's. Spezialangriff ist immer gut. Aber wird nicht ausreichen, um zu überleben. Und da ich Knuddler nicht machen möchte, mal jetzt Liebeskuss. Weil nachher wäre Knuddler wieder daneben gegangen. Man kennt's. So, Harrington, das war ja wohl nix. Sieh mal einer an. Hervorragend, wirklich ganz ausgezeichnet. Du solltest jedoch wissen, dass die Fertigkeiten des jungen Herrn Uttes die meinen bei Weitem übertreffen. Handle aber daher mit Vorsicht. Hasta la vista. Was? Dieser Gentleman war mal der Direktor der Akademie, glaube ich zumindest. Und jetzt will er dem Boss Nachhilfe oder so geben. Jedenfalls kommt er manchmal hierher, um den Boss zum Unterricht abzuholen. Moment, warum erzähle ich das überhaupt? Dass du nichts Gutes im Schilde führst, steht ja nun fest. Ich sollte dich fix den anderen warnen. Hasta la vista! Okay. Das ist ein bisschen spät an der Stelle. Ne? F. Oh, schon wieder ein Anruf. Du scheinst die Wache losgeworden zu sein. Gut. Das ist das Versteck der Ruckbad-Bande, die aus den Feenmitgliedern von Team Star besteht. Der Boss Ottes ist im Team Star, ist Team Star Mechaniker. Er mag der jüngste der Bosse sein, aber er hat es ganz schön in sich. Du sollst ihn keinesfalls unterschätzen. Außerdem ist er eher der herrische Typ, der anderen aus dem Hintergrund Befehle erteilt, ohne sich selbst am Kampf zu beteiligen. Allerdings neigt er dazu, sich selbst schnell aufzuringen. Sobald er wütend genug ist, wird er sicherlich zeigen, um dich eigenhändig zu beseitigen. Vorerst bleibt nichts anderes übrig, als die ganzen Rüpel zu besiegen. Halte den Abstand hartnäckig stand, bis Otis auftaucht, okay? Es ist Zeit, der Ruckbad-Bande ein Ende zu setzen. Läuter die Klinge, soweit du bereit bist. Ich bin schon drin. Boah, ich speichere nochmal vorher ab. Einfach aus Protest. Einfach aus Protest. Let's go. Möchtest du dem Team Starplatz? Ja, ja, möchte ich. Easy Snackerino. Ach komm, Team, sie sind Team Starrad. So einfach. Piep!
Achtung, Achtung, Operation von Crestari von Operation Stardust wurde gesichtet. Alle haben sofort ihre Plätze einzunehmen, beschützt den Boss. Es wird brenzlig, Leute, schafft es der Eindringling 30 unserer Pokémon innerhalb von 10 Minuten zu besiegen, müssen wir den Boss um Hilfe verbitten. Siege 30 Pokémon der Rüpel von Team Star. So, sollte ja kein Problem sein, wa? Ich hab schon 22. Let's go, Melly! Töte es, bevor es ja. Bevor es da ist bei dir. Hallo? Ich wollte gerade sagen, warum läuft Vanni einfach irgendwo anders hin? Ich hab keine Lust. Guck mal, hier sind auch ganz viele Mellies. Aber im Mini-Format. Melly Junior. Dum 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 dum. Einfach Pokémon rausholen. Ich hab auch schon 10 Stück nach einer Minute. Hallo! Hallo, Pokémon! Ja, oh, ihr seid so faul, ich ne? Ich hab nur noch eins, ich warte mal auf dich. Ja, wenn du irgendwie so lange brauchen würden zum Spawnen meiner Pokémon, dann wäre es easy. Du musst weit laufen, du musst herumlaufen, ja. Die werfen ja immer rein. Ach, ich werf einfach nur die Pokémon raus, damit hier irgendwas passiert. Ich finde die Kämpfe grad immer noch komisch. Ich erkunde gerade die Basis. Könnte man in der Zeit oben machen, aber das mache ich danach. Nee, ich wollte ein bisschen warten, dass wir gleich rechtzeitig zusammen. Das ist ein Backel. Ich habe jetzt 25 bisher. 26, glaube ich. Mhm. Das ist so lächerlich. Ich laufe hier durch die Gegend. Ich habe noch so lange Zeit. So, jetzt ist fertig. Kann ich jetzt den letzten aufgeben? Ich hab 32 von 30. Unser Schutzwall ist durchbrochen und jetzt muss der Boss unseren Plan betreten. Ja, euer Boss. Pinkes Herzchenkarre. Schick, schick. Otis, Boss vom Team Star Fee-Mitglieder. Du bist also Crestario. Ehrlich gesagt bin ich etwas enttäuscht. Ich hätte jemanden Bedrohlicheres erwartet. Aber egal, bedrohlich oder nicht, ich werde eh nicht verlieren. Es wird Zeit, dass du die weniger niedliche Seite des Feentypens kennenlernst. Bist du dir da sicher, Otis? Sei dir mal nicht so siegessicher, mein Freund. Immerhin hast du einen schönen Stab, muss man mal so sagen. Okay, und du fängst mit was ganz Belastendem bei mir an. Ach, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du heulend nach Hause rennen. Ah, ja. Soll ich dir was Interessantes sagen? Die Fliege ist ja komplett anders. Die was? Die Fliege von ihm. Bei mir ist sie so orange und bei dir ist sie purpur. Die haben sie auf die Fliege angepasst. Okay, krass. Alter, als ob. Du Charme ist belastend. Dann bleibe ich weiterhin bei Lichtkanone, wenn Charme jetzt so belastend ist. Okay, Nassschweif, Attacke wird verfehlt. Wir können weiterhin auf die Lichtkanone drücken. Donnerblitz. Aber Charme zweimal weniger ist schon sehr belastend für mich. Knuddeluff. Da müsste ja. Also eigentlich ist doch Stahl sehr effektiv auf. Ja. Ja, steht sogar da. Ah, vielleicht war das andere Wasser und das hat halt. Ja, nee, Melat. Ja. Ah, das kann sein. Ja. Ist mir jetzt eben auf jeden Fall aufgefallen. Barkel ist auch ein Monotyp Fee. Geschweige Fee normal müsste es sein, wenn ich mir recht entsinne. Nee,
Der ist nur OP. Ja, dann wird's auch sterben an der Lichtkanone. Ja. GG. Jetzt kommt nur noch die Karre, die ich überhaupt nicht leihen kann. Knattertox, genau. Hä? Hier ist doch was faul. Warum bin ich jetzt derjenige, der in die Ecke gedrängt wird? Und du hast ja noch deine Riesenkarre. Die Cheater-Karre. Cheater-Karre, ja. Nebelerzeuger. Boden breitet sich dichter Nebel aus. Okay. 50 ist das Ding. Ist das schwächer als dein komplettes Team? Keine Ahnung. Spezialverteidigung sinkt, das ist gut. Eisenwalze. Macht gar nichts. Also sein Team ist auf 1,50, außer sein Auto. Also wenn ich jetzt Glück habe, wird mir gleich die letzte Attacke reichen. Oh, ist das dir gerade klar geworden, von wie viel stärker ich bin? Noch kannst du aufgeben. Nein, ich mache einmal Lichtkanone und du kannst einpacken, Bruder. schwierig, Knattertox. Was war da los? Tja, eingebildetes Kind wurde besiegt. Durch einen Riesenhammer. Nee, nur durch Lichtkanone. Was? Wie konnte ich nur verlieren? Warum? Warum nur? Tja, weil du dir ein bisschen zu hochtrangend warst. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Warum? Dein Spielzeugauto hat sich keinen Millimeter bewegt. Es heißt Samobil. Und es ist kein Spielzeugauto. Ich habe die ganze Nacht lang daran gearbeitet. Dem Teil fehlt es eindeutig noch an Energie. Es ist einfach zu schwer, um von nur zwei Knabern bewegt zu werden. Schade, die Fieslinge an der Akademie hätten echt dumm aus der Wäsche geguckt, wenn wir es zum Laufen gekriegt hätten. Sorry, Leute. Es besteht kein Anlass, entmutigt zu sein. Solch eine imposante Vorrichtung eigenhändig herzustellen, ihr seid wahrlich ein Genie, Otis. Tja, aber was bringt uns das, wenn es nicht mal funktioniert? Ich hätte einfach meine Mutter bitten sollen, uns ein Auto zu kaufen. Weißt du, wenn du sowas sagst, wundert es mich nicht, dass manche dich nicht für voll nehmen. Hä? Reg dich ab, Irsa. Nein, tu ich nicht. Bei der Gründung des Teams, haben wir uns geschworen, nicht mehr auf unsere Eltern oder Geld angewiesen zu sein. Es steht auch im Kodex. Wenn das Teil nicht funktioniert, musst du es halt eben reparieren. Wenn es mehr Energie benötigt, dann sorg dafür, dass es mehr Energie bekommt. So einfach ist das. Aber wie? Wir könnten ja ein paar Knabern trainieren, sodass sie sich entwickeln. Und dann verwenden wir ihre gesteigerte Feuerkraft für das Starmobil. Die Zeit bis zur Operation Star ist jedoch knapp bemessen. Wird es euch rechtzeitig gelingen? Klar, ich krieg das hin. Ihr seht da! Ist halt manchmal eine große Klappe, aber sie meint es nur gut. Ach, ich weiß. Ach, so ein Mist. So ein Mist. Die Niederlage ist sehr bitter für mich. Aber ich muss zugeben, dass du echt was drauf hast. Wer verliert, muss den Posten als Boss abtreten. Das besagt der Kodex. Alles andere wäre Verrat am Team. Mir bleibt nichts anderes übrig. Nimm schon. Damit haben wir das nächste Kapitel abgeschlossen. Wenn du mich schon ausnimmst, dann kannst du auch gleich meinen Lieblingsthemen haben. Zauberschein, cool. Die Attacke ist mega. Hat dir mal jemand gesagt, wie nervig du bist? Wirklich krass, krass nervig. Aber auch krass stark, das muss ich zugeben. Selbst mein Starbumir hast du total demoliert. Junger Herr. Senior Harrington. Sind Sie hier, um mich für meine Klavierstunde abzuholen? Ich bin gerade als Boss zurückgetreten, daher kann ich jetzt wohl nach Hause gehen. Nein, ich bin mit einem anderen Anliegen hier. Ich würde Ihnen gern jemanden vorstellen. Es handelt sich dabei um einen Bekannten von mir. Hi, ich bin Label. Okay, warum bist du hier? Chill, Alter, ich hatte gehofft, du könntest mir eine Frage beantworten. Was hat dich als Sohn einer reichen Familie und Erben eines großen Modeimperiums dazu bewogen, Team Star beizutreten? Wow, aus heiterem Himmel gleich so eine Frage. Du hast echt keine Manieren, was?
bin genau aus dem gleichen Grund im Team wie die anderen auch. Ich wurde gemobbt. Also gab es tatsächlich ein Mobbingproblem an der Akademie. Ja, dass man davon nichts weiß, wundert mich kein Stück. Heutzutage herrscht an der Akademie ja auch Friede, Freude, Eierkuchen. Die Mobber von damals gehen nicht mehr auf die Akademie. Wie ist das denn passiert? Als ehemaliger Direktor der Akademie bin ich in der Lage, diese Frage zu beantworten. Senior Harrington? Vor in etwa anderthalb Jahren lehnte sich Team Star gegen die Schüler auf, von denen sie gemobbt wurden. Die Sache ging zwar glimpflich aus, bildete aber dennoch ein beispielloses Kapitel in der Geschichte der Akademie. Der Vorfall führte dazu, dass die für die Mobbing verantwortlichen Schüler einer nach dem anderen von der Akademie verließen. Aber darüber gibt es in der Akademie keinerlei Aufzeichnungen. Nein, der damalige stellvertretende Direktor sorgte dafür, dass jegliche Unterlagen unverzüglich des Vorfalls vernichtet wurden. Er hat die Unterlagen vernichtet? Aber warum? Als ich damals überlegte, wie ich mit Team Star verfahren soll, kam jemand aus der Schülerschaft auf mich zu. Diese Person, deren Identität ich anonym halten werde, wollte die volle Verantwortung für die Handlung des Teams übernehmen. Im Gegenzug sollte ich die anderen Mitglieder von Team Star von jeglicher Schuld freisprechen. Was? Das höre ich zum ersten Mal? Ich willige ein und verzichte darauf, Maßnahmen gegen Team Star zu ergreifen. Besagte Person verpflichtet sich derweil dazu, anderthalb Jahre im Ausland zur Schule zu gehen. Anderthalb Jahre im Ausland? Das sollte keine Strafe sein, musst du wissen. Ich war mir bewusst, dass es sich bei Team Star letztendlich um Opfer von Mobbing handelt. Ich wollte dieser Person eine Auszeit gönnen, fernab von dem, was passiert ist. Deshalb habe ich sie unter dem Vorwand eines Schuljahres im Ausland zurück in ihre Heimat in der Galar-Region geschickt. Der damalige stellvertretende Direktor hat aber die Aufzeichnung zu dem Vorfall vom System gelöscht. Damit wollte er sich wohl von der Verantwortung entziehen. Er hat die Sache einfach vertuscht, das ist empörend. Als das alles ans Licht kam, wurde er natürlich angemessen bestraft. Allerdings sind die anderen Lehrer und ich nicht unschuldig. Schließlich haben wir es versäumt, diesen Skandal zu unterbinden. Ich übernahm dafür die Verantwortung, indem ich von meinem Amt als Direktor zurücktrat. Letztendlich schloss ich mir die gesamte damalige Lehrerschaft an und kündigte. Deshalb wurden die Lehrer von anderthalb Jahren also komplett ausgetauscht. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich aufrichtig für all den Ärger zu entschuldigen, den ich in der Akademie bereitet habe. Wieso erzählen Sie uns das ausgerechnet jetzt, Senior Harrington? Junge Herr, Team Star kann nicht wie bisher weitermachen. Ich wollte Ihnen die Gelegenheit bieten, und dies einzusehen. Ich kann doch nicht mal meine Freunde verraten und einfach ohne sie wieder zur Akademie gehen. Deine Kameraden von Team Star bedeuten dir sehr viel, nicht wahr? Ist das nicht offensichtlich? Sie sind mein allergrößter Schatz. Tja, und trotzdem sind schon vier von denen besiegt worden. Und bald sind es fünf. Bald sind sie alle Game Over. Und dann hast du alle Orden. Oh, jemand ruft uns schon wieder an. Cristario, Otis hat dir den Team-Orden gegeben und damit seinen Boss-Status abgelegt, oder? Verstehe. Jetzt, wo sie ihren Boss verloren haben, sollte auch die Ruckbad-Bande zu Ende sein. Jetzt ist nur noch ein Boss übrig. Dass die Operation so gut vorangeht, ist dir zu verdanken, Cristario. Doch auch Leyvel hat sich als Unterstützung gut geschlagen. Er meinte ja, dass ihr zwei befreundet seid. Kennt ihr euch schon lange? Ja, ziemlich. Er ist auf jeden Fall ein guter Freund und erinnert mich fast an die anderen früher. Was? Wie du bereits weißt, hat sich Team Star aus Schülern gebildet, die in der Akademie gemobbt wurden. Kurz nach der Gründung von Team Star haben die Bosse ihre Peiniger konfrontiert. Team Star ging als strahlender Sieger hervor, obwohl es eigentlich gar nicht zum Kampf kam. Die Schikanierer haben nämlich einfach widerstandslos aufgegeben. Sie fürchteten sich so sehr von Team Star, dass sie einer nach dem anderen die Akademie verließen. So standen die Mitglieder von Team Star plötzlich als Bösewicht da. Aber egal, die Geschichte spielt jetzt keine Rolle. Ich schulde dir eine Belohnung. Lass mich ein paar LP auf dein Handy übertragen. Komm, 30.000. Nein! Fast Maximum.
Nutze diese neuen TMs, um die verbleibenden Bosse zu besiegen. Außerdem wird der Versorgungstrupp dir wieder zusätzliche Items geben. Oh, hallo, da bin ich. Guck mal, da hat wieder jemand Hunger. Ah, nicht schon wieder. Bleib doch weg von mir. Ich werde angelegt. Wow, ich wusste gar nicht, dass Team Star so eine Vorgeschichte hat. Eigentlich wollten sie Mobbing bekämpfen, doch dann wurden sie als die Bösen abgestempelt. Echt grotesk. Die Ahnungslosigkeit der Schüler und Lehrer ist so dermaßen frustrierend. Hätten sie es einfach damals gemerkt, dass die Leute gemobbt wurden, dann wäre jetzt sofort klar gewesen, dass Team Star nicht die Bösen sind. Aber hey, hätte man eigentlich ja nicht wissen müssen, dass solch eine Kampfansage an diese lachhafte Akademie nach hinten losgehen würde. Zu denken, dass man durch die Gründung von Team Star etwas Gutes bewirken könnte. Big Boss ist echt ein großer Idiot von allen. Meinst du? Ich bin mir ganz sicher. Hier, deine Belohnung für dieses Mal. Der nächste Boss ist der letzte. Du schaffst das, Crystario. Ja, easy peasy. So, damit haben wir das abgeschlossen. Das nächste Kapitel von Team Star. Wir können uns jetzt nochmal im Versteck ein bisschen umgucken und uns die restlichen Sachen abholen, die hier noch liegen. Vor allem hinter den Gebäuden sind immer gerne so versteckte Kleinigkeiten. Und dann geht es eigentlich auch zur nächsten Arena. Es sieht jetzt alles Schlag auf Schlag, Leute, denn wir haben alles entdeckt. Yep, außer deinen komischen Bambuswald. Ja, der kommt ganz zum Schluss. Das ist dann unser Ende. So vom Erkunden. Aber cool. Cool auf jeden Fall. Ich bin echt glücklich, dass jetzt endlich mal das große Erkunden doch gut vorangegangen ist. Dass wir so weitergekommen sind ohne Probleme. Ja, das stimmt. So, hier ist noch ein Leuchtturm. Hier wird wahrscheinlich ohne irgendwas bewichtet sein. Wenn jetzt hier oben noch mal eine Kiste sein sollte, werde ich die nicht öffnen, weil wir haben Maximum an diese Items. Da brauchen wir nicht noch mal so eine Kiste. Und hier oben ist aber keiner. Sehr gut. Aber ein schönes Item. Sollte man mitnehmen. Und ich wusste gar nicht, dass sie ein eigenes Pokémon-Center hier drin haben. Ah, nee, alles gut. Das war nur ein Schild. Ich hab schon gedacht. Ja, wäre aber krass gewesen. So, aber hier scheint nichts mehr zu sein sonst auf dem Gebiet. Also ich muss sagen, manchmal muss man echt nachgucken, was die Pokémon für Attacken gelernt haben. Weil manche Attacken werden gar nicht angezeigt. Wie? Ja, zum Beispiel Garados konnte jetzt Kaskade erlernen. Ach so. Oder deswegen. Vielleicht werden nur die speziellen Attacken angezeigt. Das ist aber komisch. Finde ich auch. Eigentlich alle Level-Up-Attacken sollten gezeigt werden. Ja, und ich würde sagen, das war eigentlich von hier, der Region hier oben. Warte mal, was ist denn da oben? Ist das die Klippe da hinten? Ich werde nochmal in die Klippe da hinten hingehen. Mach das. Und da gucken, weil da ist irgendwie noch eine kleine Wiese. Das habe ich gar nicht gesehen und für voll genommen. So, das ist über ein Wasser, also da hinten. So, Rubin. Und dann Freude, Freude. Auf geht's zum Arenaleiter. Nice. Ich freue mich. Nee, ich habe schon keinen Bock mehr drauf. Echt? Ja, weil du danach der Kampf kommt und ich weiß, was du hast. Bestimmt. Ich habe das gleiche Team, außer dass ein Pokémon ausgetauscht wird. Das ist es ja. Das große Geheimnis, welches es sein kann, gelüftet. Hä? Geh mal weg von meinem Ziel, Rubin.
Du wirst jetzt genau da drauf, wo ich fliegen hin, hinfliegen will. Ja, ich mach mal Platz. Warte mal kurz. Musst du mal raus aus der Karte. Was, die Karte ist doof gemacht. Ja, das hilft mir gar nicht, Rubin. Du musst hoch. Jetzt. Ja gut, hab ich gesagt. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Arena von Frigo Madrid City machen und dann den Kampf gegen Rubin. Also bis dann und ciao.